was haben wir jetzt dadurch Tolles bekommen? Nicht so richtiges, glaube ich. Ah ja, das ist Stufe 5. Was haben wir jetzt Neues? Energie hat so ermächtiger Power, der Angriff der Feinden Energie entzieht und damit Ablenkzeit deiner Granaten verringert. Alter, Leute. Ist doch gar nichts los hier. Ein Schießeisen. Okay. Da vorne haben wir noch eine Mission. Da blinkt's grün. Was du vor? Komm! Haben wir uns den jetzt einverleibt? Da oben haben wir die nächste Mission. Was seid ihr denn? Böse, böse Mission annehmen. Die neue Monarchie hält es für unerlässlich, dass wir unsere Feinde verstehen. Missionsparameter verschlüsselt. Markstaub einsammeln. Finde Markstaub ein Missionsmittel. Okay, und jetzt? Klatscht euch alle ins Gesicht. Gesterbt dann, gesterbt dann. IT-Badge, IT-Badge. Hab ich voll überhaupt nicht. Okay. Ich glaub. Wir können den Orbit erstmal wieder hier also uns zurück in den Orbit begeben. Ja, jetzt haben wir sogar schon alles abgeschlossen. Dann können wir uns definitiv in den Orbit begeben. Zum Orbit! Beam mich rauf! Ganz leicht so ein Snickers vor mir liegen. Ja. So, wo wollen wir denn jetzt hin? Ja, dann fliegen wir mal zum Turm. Ich habe eine Nachricht im Briefkasten. Da bin ich mal gespannt, was da auf mich wartet. Nicht für den Verleih bestimmt, steht auf meiner Destiny-Packung. Und eine Frage, hattet ihr, als das ihr das erste Mal gestartet habt, so eine eingeschränkte Nutzervereinbarung zustimmen müssen?
Ich habe einen ziemlich Gebrauch gekauft. Wollte da ein bisschen. Es war schon so teuer, dass ich mir mein Internet geholt habe und dann die PlayStation 4 diesen Monat. Wollte ich irgendwo dort auch ein bisschen sparen. Aber da war so eine eingeschränkte Nutzergedöns. Meldung sollte ich einfach zustimmen, aber bisher finde ich, läuft das ganz normal. Ich weiß nicht, ob da jetzt, weil ich es Gebrauch gekauft habe, irgendwas komisch ist oder nicht oder doch oder so, weshalb, warum, aber ich hoffe mal, es ist alles im Lot auf dem Boot. Uiuiui, ganz schön viele Ausrufezeichen hier. Level 5,5 schon. Geht steil. So, das hier ist die Postkiste. Schmelztiegel einladen. Poststelle. Ich sehe gleich nach. Das ist eine Nachricht. Öffentliches Event abgeschlossen. Täglich eine Belohnung der Vorhut für die Absolvierung des ersten öffentlichen Goldstufen-Event des Tages. Upgrade-Material. Seltsame Münze. Wiedersehen. Cool. Ungewöhnlich Müll fühlt sich warm an und vibriert sanft in deiner Hand. Okay, Währung. Hey du. Heutezug akzeptiert. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Eliminiere 10 gefallene Majors oder Ultras. Okay. Verdiene 9000 Erfahrungen ohne zu sterben. Eliminiere 20 mal 2 Gegner gleichzeitig mit einem Fusionsgewehr. Schmelztiegel. Transaktion abgeschlossen. Ja, sehr gerne. Jetzt gehen wir hier nochmal rein. Schmelztiegelanleitung. Schack, sein heldenhafter Schmelztiegelkämpfer wünscht deine Anwesenheit im Turm. Schön, dich zu sehen. Alter, wieso bist du so groß? Der Schmelztiegel, eine Einladung zur Verbesserung deiner Fähigkeiten im Kampf gegen andere Hüter. Einladung annehmen. Okay. Okay, Schmelztiegel ist dann PvP. Wir sehen uns noch. Ja, ja. Hier, Dame da vorne. Genau, du da mit dem blauen Schild. Hast du irgendwas für mich? Okay, Hüter. Wir haben gar keine Vorhutmarken. Alles Gute. Aber wir haben noch Vorhutmission gemacht. Danke. Die hellsten Köpfe der Bastion. Da oben ist ein Ausrufezeichen. Hey. Ärger mich nicht, Treppe. So, ein paar Stelle, was hast du? Spezieller Aufbeutezugshinweis. Was steht denn da drin? Ja? Schließe 5 Kontrollmatches ab. Tritt an für Ehre, Stolz, Überleben und meistere die Strategien der Schlachtfeldkontrolle, um ein noch besserer Hüter zu werden. Roger. So, dann schauen wir uns kurz mal die... Oh, Level 6, natürlich. Bei den Vorhutgeschichten eben. Training, das auf die Erhöhung nach Schlachten. Tempo vor Training, das auf die Erhöhung nach Schlachten. Ach, macht ihr Erholung. Erholung, Erhöhung. Wow.
Erhöht das Tempo, mit dem du verlorene Gesundheit wiederherstellst. Erhöht das Bewegungstempo und deine maximale Sprunghöhe. Zwei schöne Sachen. Yeah, jetzt haben wir es geupgradet. Jetzt geht unser Handschuh voll ab. Kriegen wir Kohle für. Machen wir alles kaputt. Kriegen wir ganz viel Geld dafür. Hadronessenz. Also wenn wir was vom Wert vernichten, kriegen wir auch was vom Wert zurück. Schön. So, da haben wir nichts. Haben wir hier noch was? Die sind sogar schon fast Level 7. So, wollten wir uns die Mission hier unten mal angucken. Es gibt zahlreiche Ziele auf dem Schlachtfeld. Konzentriere dich auf die Anführer der Gefallenen, um Furcht zu verbreiten. Einfach nur kämpfen ist nicht genug. Hüter müssen überleben. Zeig der Vorhut, dass du das Zeug dazu hast, deine Entschlossenheit bei allen Gefahren aufrecht zu halten. Dann wirst du belohnt. Jetzt werde ich gleichzeitig mit einem Fusionsgewehr. Wir haben kein Fusionsgewehr. Das müsste jetzt Sturmgewehr sein. Okay. Auf in den Orbit. Yay! Lädt da wieder ein Momentchen. Ach Gott, mein Rücken. Ich höre unser Flugzeug schon fliegen. Da ist es ja. Ah, das ist der Schmelztiegel. Steigere deine Fähigkeiten und gewinne Ruhm im Kampf gegen andere Hüter. Dex vs. Dex Teamaufgabe. PlayStation Plus erforderlich. Levelvorteile deaktiviert. Ich habe jetzt aber keine Lust drauf. So. Spezialwaffen-Upgrade. Was haben wir auf der Erde noch? Normal inzwischen. Schwer, normal. Machen wir hier die noch. Die ziehen wir uns jetzt auch rein. Start! Ich trinke nochmal einen Schluck, bevor es hier losgeht. Der schwebt jetzt eh erstmal nochmal einen Moment in der Luft rum, der Kamerad hier. Dann geht's runter. Es gibt Berichte über ein Hüterteam, das bei der alten Himmelswacht verschwunden ist. Sie waren auf einer Mission für den toten Orbit, hatten Codes für eine versteckte Satellitenanlage, die uns mit anderen Kolonien im System verbinden könnte. Wenn wir ihre Geister finden, können wir die Anlage vielleicht öffnen. Die Spur der Geister deutet auf die Himmelswacht hin. Suchen wir dort, ob wir sie finden können. Ja, die Himmelswacht ist das Ding da oben. Und das ist... Ja, ist okay. Kann ich mitleben. Gucken wir direkt mal aus hier unten. Schlechter Schaden nur wenn treffen.
bisschen erschrocken habe ich mich ja gerade schon. Killer-Action. Voreingejumpt und alle niedergemetzelt. Ja, ziemlich heftiger Typ. Wollen wir hier hoch hinaus den Berg hinaus. Ein bisschen schwieriger mit der Waffe zu treffen. Oh, Drehmetall. Wenn schon mal los geht, ist es gut. Okay, zählt das jetzt hier zu der... Ach, die sind hier mit drin. Blockbuchstabe. Die ich kenne sind offline. Truppführer. Charakter. Also die Erfahrung zählt. Majors und Ultras töten. Hm. Bin ich mal gespannt, wo wir die antreffen hier drinne. Die sind hier garantiert irgendwo. Waffenmodus. Ich kräuche so. Wir begeben uns wieder durch diese Schabrotstätte. Die Vorhut sagt, dass sie nun an die Oberfläche kommen und die Gefallenen in Schach halten. Okay, sind wieder die Krugliebchen. Genau, turn the light on. Okay, sind sie wirklich nach oben gegangen, wie er sagt. Aber ob das jetzt gut ist? Hier unten hatten wir sie wenigstens auf einen Haufen. Wir sind einfach gegen alles. Egal was ich rumhält, das ist unser Feind. Aua. Was war das denn bitte? Da ist ja irgendwas getroffen, was Aua machen kann. Da oben ist ein bisschen was drin und der Captain ist auch wieder dabei. Na, dann da das stirbt natürlich auch keiner, ne? Mal kleiner geächtet oder so. Was haben wir hier noch? Glaube ich. Ja.
unser Captain, der nur tot ist. Erschossen von einem erwachten blauen Mann. Ich registriere die Geister. Sie sind zwischen ein paar Gebäuden, gar nicht weit weg. So schön zu hören. Die Geister sind noch hier. Die Gefallenen haben sie. Tot. Such weiter. Der hier hat die Codes. Los, suchen wir die Anlage. Wieso versteckst du dich hier, Kleiner? Da hinten jetzt hin. Das nehmen wir auch mal mit. Da unten rein. Tatsache. Gucken, ob wir das finden. Geister und Hüter sterben wie niemals zuvor. Wir müssen das beenden. Die Steuerung der Satellitenanlage ist im nächsten Sektor. Kommen wir ja ganz schön rum. Na toll. Böser Vandale. Ja, du mit den Schwertern bist noch viel schlimmer. Außerdem hast du viel zu viele Arme. Finde ich ja absolut nicht attraktiv. Und die Geächteten kriege ich alle mit so einem Nahkampf-Tief weg. Bubbles. Keine bösen Wörter. Nähern uns der Steuerungsstation. Das ist sie. Boah, Gott, das ist Einrichtung wird hier gefeuert. Upgrade freigeschaltet, Level 7. Na, Gott. Arschloch Captain. So, irgendwo ist hier noch irgendwas. Blöden Schwung zu schieben. Oh.
Gott, ich hasse euch. Das ist die Steuerung. Bring mich rein, dann prüfe ich, ob die Codes noch funktionieren. Gib mir deine Energie. Hier irgendwo schießt ja noch jemand. Der Captain lebt noch. Jetzt nicht mehr. Ein. Sieht aus wie ein kodiertes Scharfschützengewehr. Los, Kleiner. Hol das, was wir brauchen. Kommunizierende Kryptosysteme. Kennsatzbasierte Sicherheitscodes verifiziert. Es funktioniert. Da draußen. Die Anlage. Sie öffnet sich. Ja. Unglaublich. Sie wird aktiviert. Schiffe der Schan. Los, aufsehen. Die lassen doch garantiert irgendwas hier runter. Jetzt kann ich schon mit den Größeren. Ja. Nein! Fuck. Da draußen! Die Anlage! Ja, sie öffnet sich! Unglaublich. Sie wird aktiviert. Das ist wirklich ziemlich... Abschiffe der Schar? Los, auf sie! Streumunition aufteilt. Ja, die klingt besser. Ja, wir sind die Kackviecher. Böse Hexe, tote Hexe, tote Hexe, gute Hexe. Nicht sterben.
Dümmste, was wir machen können. Welle tot. Und noch welche. Wie kommt er denn noch? Irgendwas in die Suche. Ja. Ja, komm wieder rein hier. So, ich glaube, das war's. Ja, ich hoffe. Das musst du dir ansehen. Schauen wir uns das mal an. Oh, ein Skelett. Die Satellitenanlage wird von Rasputin gesteuert, dem letzten Kriegsgeist. Er lässt mich nicht rein. Aber er ist mit Verteidigungsstrukturen im ganzen System verbunden. Es könnte da draußen etwas geben. Etwas, das uns hilft, die Dunkelheit genauso zu überleben wie Rasputin. Okay, das war natürlich eine gute Sache. Das Skelett. Das Skelett können wir leider nichts antun. Erfolgreich. Noch nur einmal tot. Na, prämieren bitte. Komm schon, irgendwas. Hier, ein Handschuh und... Alte Aufzeichnung. Von deinem Geist erfasste Aufzeichnung von der Rasputin Firewall. Der Waffenmeister im Turm konnte sich dafür interessieren. Der Handschuh. Ja, der macht zwar, aber alles andere ist nicht so. Der Hit. Ja, davon haben wir keinen erwischt, aber Erfahrung haben wir 2500 gemacht. Ja, hier auch nichts. Oh. Weiter. Beziehungsweise nicht weiter, sondern leider schon wieder Ende. Auch wenn die Folge jetzt ein bisschen Überlänge hatte, glaube ich. Hoffe, es hat euch gefallen und war ein würdiger Abschluss. Der goldene Ritter, dem sein Tode. Also, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und wir sehen uns morgen in einer neuen Folge von Destiny wieder. Also, reingehauen, ins Bett gehauen. Gute Nacht.